herzlich willkommen zur Mad Wrestling Association Most Wanted 10. Nummer 10, genauso ist es. Mein Name ist Thorsten Simon. Mein Name ist Daniel Neumann. Und wie gesagt, herzlich willkommen hier zur DVD der Mad Wrestling Association in der Hansehalle am 3. März 2012. Und wir sehen hier auch schon den Commissioner und Vorsitzenden der MWA, Mirko Friske, in den Ring steigen. Und der Ringsprecher ist auch dabei. Der Ringsprecher Maurice. Ja, und wie wir es in der Hansehalle kennen, eine Bombenstimmung hier in der Hansehalle. Noch nichts passiert und das Publikum geht ab. Ein Riesenapplaus für die Wrestler! Picke-packe volles Haus. Endlich sind wir wieder in Lübeck, endlich sind wir wieder in der Hansehalle. Heute zum 5-jährigen Jubiläum der Mad Wrestling Association. Hier endlich wieder in der Halle. Deswegen als allererstes ein riesen Dankeschön an die, ohne die diese Veranstaltung gar nicht funktionieren könnte. Alle ehrenamtlichen Helfer, Bekannten, Freunde von Vereinsmitgliedern, ein riesen Applaus! Ja, dem schließen wir uns natürlich an. Ehrenamtliche Mitglieder, ehrenamtliche Helfer sind natürlich immer willkommen und immer nötig für Vereinsarbeit. Und natürlich, ohne die so eine Veranstaltung auch nicht stattfinden können. Das sind natürlich die Fans der Mad Wrestling Association. Ein Riesenapplaus für euch! Und dann möchte ich euch jemanden vorstellen. Unseren Ringsprecher Maurice! Und dann geht es jetzt auch gleich los! Des heutigen Abends. Es ist ein Singles-Match. Als erstes auf den Weg zu bringen, mit einer Körpergröße von 1,91 Meter, einem Kampfgewicht von 148 Kilogramm, Pascal Spalter! Ja, da steigen wir gleich ein, mitten ins Geschehen hier, dass der erste Kämpfer des heutigen Abends kommt zum Ring. Maurice und der Ringsprecher der Mad Wrestling Association hat ihn angekündigt, Pascal Spalter. Ja, der Kampfkoloss aus Berlin, da ist er auch schon und wir sehen auch, warum er der Kampfkoloss ist. Wie er sagt, heute Abend wird gespaltet. Da sind wir gespannt. Naja, so wie das aussieht, macht er sich nicht gerade wirklich Freunde hier. Oder kommt, wie er schon sagt, er ist nicht hier, um zu spalten und nicht um sich Freunde zu machen. Wie man deutlich an den Reaktionen der Zuschauer sehen kann. Wieder mit dem Publikum an, also das muss er nun auch wirklich nicht sein. Er will hier spalten, dann soll er in den Ring gehen und dann halt auch auf seinen Gegner warten und loslegen. Sein Gegner kommt aus der Türkei. Mit einer Körpergröße von 1,85 Meter und einem Körpergewicht von 78 Kilogramm. Hier ist Lucky Kid! Tja, das zweite Mal bei der Mad Wrestling Association, Lucky Kid. Das ist natürlich ein Duell, ein der Kampfkoloss.
Chaos, der Gigant gegen den wendigen und flinken Techniker, gegen Lucky Kid. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Ja, Lucky Kid, vor kurzem ein Trainingsseminar absolviert in Japan. Wollen wir schauen, ob ihm das was genützt hat, was er da gelernt hat, wie viel er da gelernt hat. Pascal Spalter ist natürlich ein Gegner, der einige Gewichtsklassen wieder Lucky Kid ist. Das ist richtig, aber er hat nicht nur ein Trainingsseminar absolviert, er hat dort auch einige Kämpfe gegen japanische Größen bestritten und das Gelernte sofort umgesetzt. Dennoch bin ich ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Pascal Spalter, der auch schon öfter bei der Mad Wrestling Association war, am heutigen Abend die Oberhand haben wird, wenn ich mir alleine das Kräfteverhältnis anschaue, um es mal politisch auszudrücken. Ja, wobei wir in der Vergangenheit der Mad Wrestling Association haben wir schon öfter mal gesehen, dass Kraft und Masse nicht das Entscheidende sein muss, um ein Match zu gewinnen. Lucky Kid ist etwas kleiner, weniger Gewicht, aber dafür natürlich umso schneller, umso wendiger. Und wie gesagt, müssen wir schauen, was er in Japan gelernt hat. Ob es einige Haltegriffe sind oder Schlag-Tritt-Kombinationen, die man anwenden kann, um dann halt auch einen, so einen Koloss dann in die Knie zu zwingen. Der Ringrichter Florian Köhler checkt noch einmal ab, ob irgendwelche illegalen Gegenstände an den Wrestlern befestigt sind. Ja, und dann startet der erste Kampf des heutigen Abends. Lucky Kid fordert gleich die Unterstützung des Publikums. Ich denke, die Rollen sind hier klar verteilt. Ja, und haben auch gleich das Kräfteverhältnis gesehen. Da hat Pascal Spalter gleich klar gemacht, wer hier der Massige ist, wer der Kräftige ist. Oh, Lucky Kid hat auch kaum Chancen. Ja, was wird das? Ja, jetzt der Headlock. Ja, was zum Beispiel das, was ich meinte. Also schnelle Aktionen. Lucky Kid hatte schon einige Sachen eben versucht anzusetzen, aber natürlich eine kraftvolle Aktion von Pascal Spalter. Ja, und Lucky Kid liegt natürlich am Boden. Geht er auf den Arm los. Das ist natürlich schmerzhaft und da setzt er seine Kraft auch sofort ein. Aber Lucky Kid sagt gleich deutlich, keine Aufgabe. Ja, wie wir schon gesagt haben, also kräftemäßig ist da Pascal Spalter natürlich weit überlegen. Ist natürlich jetzt auch interessant zu sehen, wie Lucky Kid aus dieser Situation sich wieder befreien will. Er holt jetzt erstmal die Unterstützung des Publikums. Oh, auf Seite. Oh, schöne Aktion hier von Lucky Kid. Ah. Da hat er versucht, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Wendigkeit das Ganze umzudrehen. Aber wir sehen, Pascal Spalter ist sich zu siegessicher, macht den Elbow Drop ins Leere. Schöne Aktion hier von Lucky Kid. Oh, und? Oh, der Sunset Flip für den Two Count. Und das erste Cover gegen Pascal Spalter. Schöne Aktion hier von Lucky Kid. Oh, Schlag auf den Rücken. Wo dreht sie ihn um? Ja, ob das jetzt wirklich die richtige Lösung ist, hier auf Kraft zu setzen, weiß ich nun auch nicht. Aber das hat er aus Japan mitgenommen. Oh, schöner Kick. Das ist dieser japanische Strong Style. Ja, aber es ist natürlich auch sehr clever, was Lucky Kid hier macht. Schön auf die Beine von Pascal Spalter, um den großen, massigen Mann herunterzuholen. Auf die Knie. Oh. Und dann rennt er in die krachende Clothesline. Ja, immer so schnell geht das bei Pascal Spalter dann auch wieder nicht. Also da war sich Lucky Kid doch ein wenig zu siegessicher. Also da muss er natürlich so ein bisschen aufpassen. Ja.
Ja, wir haben die Anweisung hier von Florian Köhler, nicht an den Hahn ziehen. Oh. Massiger Schlag von Pascal Spalter. Und jetzt diese unfaire Aktion, das Würgen im Ringseil. Die Aktion an sich ist schon unfair und schmerzhaft, aber Pascal Spalter, der mit seinem Gewicht. Oh. Das tut ja schon beim Hingucken weh. Spalter raus aus der Ecke. Zweiter Chop hier gegen Lucky Kid und noch einer. Ah. Ja, Pascal Spalter will spalten. Offensichtlich versucht er, die Brust von Lucky Kid zu spalten. Aber jetzt hat er Erbarmen. Den Snap mehr. Oh. Ja, das ist natürlich auch eine gefährliche Aktion. Oh. Und das Cover. 1-2. Oh, Mensch. Was ich sagen würde, gefährliche Aktion hier von Pascal Spalter. Setzt sich mit dem gesamten Gewicht auf den Nacken hier von Lucky Kid. Und dann gleich noch eine Aktion auf den Rücken hinterher und das Cover. Und jetzt. Oh. Gibt es den Elbow Drop, der vorhin in das Leere ging? Ins Leere. Ja, aber nur für zwei. Ja, da dachte ich eben schon, das wäre es jetzt gewesen für Lucky Kid. Aber los muss man ihn zugute halten. Sehr zäh, der kleine Junge. Kleine Junge, sage ich schon. Sehr zäh, der junge Mann. Der kleine Junge. Nur gut, im Vergleich zu Pascal Spalter. Ja, aber so ist es nicht. Ein kleiner Junge ist Lucky Kid auf keinen Fall. Er hat auf jeden Fall ein Kämpferherz, das sieht man hier ganz deutlich. Jetzt weicht er aus. Oh. Boah, schöner Aktion von Lucky Kid. Da sieht er seine Chance. Nimmt Anlauf. Rennt in den Sideslam. Ja, ich muss sagen, sie wird noch so ein bisschen, würde ich sagen, die Unerfahrenheit von Lucky Kid. Dass er sich manchmal ein bisschen zu siegessicher ist. Und das Cover 2. Ja, das war klar. Das war nicht ernsthaft jetzt von Pascal Spalter gemeint, dass er hier mit diesem Cover gewinnen kann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Unerfahrenheit von Lucky Kid, dass mit seinen Aktionen er ein bisschen zu leichtsinnig umgeht. Pascal Spalter dominiert hier jetzt wieder. Ja, und legt sich ja schon wieder mit dem Publikum an. Aber das haben wir in der Vergangenheit auch schon immer wieder erlebt, dass wenn man sich zu sehr mit dem Publikum beschäftigt, das Cover. Oh. Meine Güte, genau auf den Magen. Mit dem gesamten Gewicht von Pascal Spalter. Ja, was ich sagen wollte, dass Kämpfer, die sich auch in der Vergangenheit zu sehr mit dem Publikum beschäftigt haben, dann sich nicht hundertprozentig auf den Kampf konzentriert haben und dadurch auch sehr schnell durch eine unüberlegte Aktion verloren haben. Ja, da erinnere ich mich an einige Namen. Die werden wir am heutigen Abend sicherlich auch noch sehen. Aber jetzt sehen wir erstmal, wie Pascal Spalter weiter den Kampf dominiert, zumindest versucht. Schwere, harte Aktion hier gegen den Rücken von Lucky Kid. Pascal Spalter dominiert hier mit seiner Kraft. Aber das macht der Spalter auch richtig in dem Fall. Ja, was kündigt er jetzt hier an? Nimmt Anlauf. Aber Lucky Kid weicht aus. Das hat auch viel zu lange gedauert. Oh. Oh, sehr schöner DDT hier von Lucky Kid. Und das könnte jetzt seine Chance sein. Beide sind am Boden. Aber da muss das Cover schneller kommen. Das muss wesentlich schneller kommen hier, das Cover. Aber das ist zum Beispiel, was ich meine. Die schnellen Aktionen hier von Lucky Kid. Damit kann man natürlich auch einen Pascal Spalter besiegen. Aber das kommt jetzt nicht zum Cover. Er steigt aufs oberste Seil. Oh, sehr schöner Dropkick hier von Lucky Kid. Meine Güte, was er auspackt hier für Aktion. Jetzt das Cover. 1-2. Oh, nur bis 2, aber ein wunderschöner Druck. Das sind diese Situationen, die das Match entscheiden können. Wie man einen großen Mann
bezwingen kann mit schnellen, pfeilstarken Aktionen. Ja, beide schon sehr angeschlagen hier, muss ich sagen. Also es überrascht mich doch ein wenig, dass... Belly to Belly Suplex und was für ein krachender Suplex von Pascal Spalter. Und das Cover hinterher. Eins, zwei, drei. Oh, nur bis zwei. Also da bin ich jetzt auch überrascht. Und offensichtlich Pascal Spalter auch sehr überrascht. Also dass Lucky Kid das noch durchhält, da kann man nur sagen, wirklich Respekt. Aber jetzt zeigt Spalter an, jetzt ist es Zeit zu spalten. Ah, wieder ein Konter hier von Lucky Kid. Also den darf man auch noch... Oh, ein Headbutt gegen Pascal Spalter. Und noch ein. Meine Güte, dass er sich damit nicht selber K.O. schlägt. Oh. Pascal Spalter ist am Wanken. Schöner Shinbreaker von Lucky Kid. Was gibt's jetzt? Anlauf. Shining Wizard. Und das kann eins, zwei, drei. Oh, nur für zwei. Mensch, Mensch. Ja, Lucky Kid ist auch, guckt auch ungläubig. Das kann doch nicht sein. Was schaffst du, Lucky? Ja, beide Kämpfer sichtlich angeschlagen, erschöpft am Boden. Pascal Spalter hat am Anfang dieses Abends mit Sicherheit auch nicht gedacht, dass das so ein schwerer Kampf wird hier. Jetzt weit Spalter aus, sieht er eine Chance. Oh. Running Avalanche in die Ecke und jetzt kommt der Running Power Slam. Und das war's bestimmt. Eins, zwei, drei. Ja. Das war's. Der Sieg für Pascal Spalter. Aber ich muss sagen, ein Riesenapplaus hier für Lucky Kid, der sehr schön mitgehalten hat in diesem Match. Aber der Gewinner Pascal Spalter, wie du es, glaube ich, auch vorher gesagt hast. Ich habe es vorher gesagt, ich wusste es genau. Nur ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte niemals gedacht, dass Lucky Kid so lange durchhält. Eine sehr, sehr gute Leistung vom jungen und relativ sympathischen Türken in dem Fall. Er hat es gut gemacht, aber gegen Spalter zu bestehen, bedeutet schon mehr. Und ich bin mir sicher, das ist nicht das Letzte, was wir vom Spalter in der Mad Wrestling Association sehen werden. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Wobei Pascal Spalter dann doch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, fokussiert auf den Kampf sein muss. Weil, wenn man seine Masse betrachtet, hat er doch sehr lange gebraucht, um Lucky Kid dann doch zu besiegen. Oder man sagt, oder man kann sagen, Lucky Kid konnte sehr lange mithalten. Ja, Pascal Spalter hat anscheinend noch nicht genug hier. Er legt sich hier wieder mit dem Publikum an, hat noch immer Energie im Körper. Also, der ist doch wohl noch nicht ausgelastet. Das war wohl noch nicht genug. Ja, da können wir gespannt sein, welche nächste Hürde auf den Spalter lauert. Wenn wir Lucky Kid sehen, der natürlich etwas enttäuscht, fertig und angeschlagen im Ring liegt. Aber mit so einer beeindruckenden Leistung wird er sicherlich noch das eine oder andere Mal zu sehen sein. Ja, da bin ich auch fest von überzeugt hier, dass der Applaus des Publikums für Lucky Kid ein herausragender Kampf, muss ich sagen. Sehr gut und sehr lange gegen Pascal Spalter bestanden. Viele schnelle und harte Aktionen gezeigt. Also hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen und hier der Respekt von Lucky Kid an das Publikum. Auch den haben wir sicherlich nicht das letzte Mal gesehen bei der Mad Wrestling Association.
Als nächstes möchte ich zwei ganz besondere Männer vorstellen. Und zwar der erste, ohne ihn die MWA heutzutage gar nicht mehr richtig möglich wäre. Der erste ist der amtierende MWA International Champion, Leon van Gasteren! Ja, ein Mann, ohne den die Mad Wrestling Association gar nicht mehr möglich wäre. Wie Maurice Ringsprecher sagt, der amtierende MWA-Champion Leon van Gasteren auf dem Weg zum Ring. Ja, der sympathische Niederländer konnte den Titel im letzten Jahr gegen Masterpiece Marcellus gewinnen und im November des letzten Jahres gegen Michael Knight in diesem schockierenden Kampf verteidigen. Und heute Abend sieht man ganz deutlich, er ist beliebt beim Publikum, er ist ein sympathischer Mann, er trägt das Gold und will es heute Abend verteidigen, da können wir sicher sein. Ja, und wie man sieht, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, ist sehr gerne in Lübeck, er liebt das Lübecker Publikum. Und lässt sich feiern. Tja, wie ich schon sagte, eine Bockenstimmung hier in Lübeck. Der zweite Mann, den ich euch vorstellen möchte, war lange nicht mehr bei der MWA zu Gast. Und deshalb begrüße ich herzlich willkommen zurück, Murat Bosporos! Tja, endlich wieder in der Mad Wrestling Association, Murat Bosporos. Einer der erfolgreichsten Kämpfer Europas. Der Mann, der schon auf vier Kontinenten Wrestling-Erfahrung gesammelt hat. In der Türkei ist er Wrestling-Champion und vor etwas mehr als anderthalb Jahren war das letzte Mal bei der MWA und es ist immer wieder schön, ihn in Lübeck zu sehen. Ja, und wie man sieht, hat das Publikum ihn nicht vergessen. Er wird sofort euphorisch empfangen. Ihr könnt gerne gehen.
Aber Spaß beiseite. Ich war letztes Jahr überall auf der Welt, in der Türkei, in Japan, in Amerika. Aber ich liebe es, hier in der Hansale zu sein. Ich liebe es, in Lübeck zu sein. Aber eine Sache hat sich ja echt verändert. Und das sage ich hier. Ihr seid immer noch klasse, wie ihr seid. Bis auf die. Ihr wisst schon. Nein! Ein guter Freund von mir, ich glaube, der ist leicht verwirrt. Ein guter Freund von mir, ich glaube, der weiß nicht mehr wirklich, was gut, was böse ist. Der weiß nicht mehr wirklich, was schwarz, was weiß ist. Und das ist Michael Knight. Ich habe Geschichten schon gehört. Ich habe mit Leon geredet, dass Michael Knight sich einer gewissen Gruppierung, die sich die Meisterklasse nennt, angeschlossen hat und jetzt nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Jetzt nicht mehr weiß, was seine Freunde waren. Aber das würde ich viel lieber von ihm selbst hören. Ja, das sind natürlich die Geschehnisse in Eutin, die Murat hier anspricht, wo wir gesehen haben, wie Michael Knight unfair gegen Leon von Gassel im Pool gegangen ist und am Ende des Events zusammen mit Masterpiece Marcellus und Forward die Halle verlassen hat. Ja, und jetzt sehen wir sie zum Ring kommen, die Meisterklasse. Ja, die Meisterklasse, Masterpiece Marcellus, Forward und eben Michael Knight. Jetzt bin ich mal gespannt, was Michael Knight auf diese Worte von Murat Bosporus zu sagen hat. Ja, und vor allem, ob er nochmal auf die Aktion in Eutin eingeht, ob er da mal zu dem Publikum ein bisschen was erklärt, was in ihm vorgegangen ist, was das Ganze sollte, was seine Ziele sind, was er damit vorhat. Besseren. Moment.
in Forderung stellen. Viel geht einfach nach den Monaten, die sich immer so in die Regeln bestimmen. Und das sind wir. Du kommst nach Hunderkorn! Du willst gegen Irland spielen. Das könnten wir unter Umständen machen. Wollen wir das, Lübeck? Ja! Moment, ich sagte unter Umständen! Und zwar kriegst du deinen Kampf gegen Michael Knight nur unter einer Voraussetzung. Ja? Und zwar, dass diese Pfeife da drüben, ja, Leon, hallo, dass diese Pfeife den Titel gegen mich heute Abend aufs Spiel setzt. Und zwar, nicht einfach so, Leon, wenn du den Arsch dazu in der Hose hast, stellst du dich hier in einem No-DQ-Match. Oha, no disqualification, keine Disqualifikation. Wird Leon darauf eingehen? Werden wir heute Abend sehen den Champion-Titel in einem no disqualification Match? Dass weder ich noch du hier was zu sagen haben. Ich glaube, dass ich mit dir hier ganz locker den Boden aufwischen kann. Das ist nicht deine, oder deine, oder deine. Das ist auch nicht Lübecks Entscheidung. Der Champion entscheidet. Wie wird Leon von Gasteren sich entscheiden? Wird er darauf eingehen? Wird er seinen Titel aufs Spiel setzen? Gegen Masterpiece Marcellus in einem No-Disqualification-Match. Es gilt keine Disqualifikation. Ja, da haben wir es gehört. Und wir alle zusammen werden hier heute Abend in den Arsch gehen. Und wenn Leon von Gasteren, Umura Postus mit der deutschen Musterklasse, fertig ist, wenn die 3-1 kapieren, die Wahrheit tut weh. Und wir und Lübeck zeigen euch die Stärke. Tja, was für Geschehnisse hier am heutigen Abend. Was werden wir heute Abend sehen? Zum einen Michael Knight gegen Murat Bosporus. Murat Bosporus, der Michael einmal zeigen will, wie sehr die Wahrheit wehtut. Und natürlich Masterpiece Marcellus gegen Leon von Gasteren um den internationalen MWA Champion Titel in einem No Disqualification Match. Heute Abend hier. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was uns dort erwartet. Na, zumindest sind Murat Bosporus und Leon von Gasteren hochmotiviert. Die brennen wahrscheinlich schon auf diese Matches, die wir am heutigen Abend hier sehen werden. Du!
Kommen wir damit zum nächsten Match. Es ist ein Singles-Match. Als erster auf dem Weg zum Ring mit einer Körpergröße von 1,90 Meter und einem Kampfgewicht von 115 Kilogramm aus dem goldenen Land, Exodus Parker! Was Maurice noch vergessen hat, er ist ein Mitglied von Rain. Ja, der ehemalige Auszubildende von Tim Buxdorf, der jetzige Vollmitglied von Rain, Essex Parker. Hat er ja im Teamkampf mit Tim Suxdorf den Wanderers unterlegen, oder ist er den Wanderers unterlegen? Und danach gab es diesen Disput zwischen Tim Suxdorf und Exodus Parker, wo Exodus Parker ganz deutlich klar gemacht hat, ich bin nicht mehr länger dein Auszubildender. Ich habe mittlerweile genug dazugelernt, um ein Vollmitglied zu sein. Und das zeigt er auch hier ganz deutlich den Zuschauern. Und sein Gegner aus dem Kosovo mit einer Körpergröße von 2 Metern und einem Kampfgewicht von 90 Kilogramm, Cash Money Erkan! Ja, das scheint auch ein schönes Match zu werden. Cash Money Erkan, von jeher der Publikumsliebling. Ja, das kann man laut sagen. Gegen Essex Parker, der jetzige Vollmitglied von Rain. Ja, Cash Money Erkan scheint ja auch wirklich konzentriert zu sein. Normalerweise hat er doch eher einen fröhlicheren Gesichtsausdruck, als wir ihn jetzt hier gerade sehen. Sehr fokussiert. Exodus Parker ist auch kein einfacher Gegner, muss man ja ganz ehrlich sein. Ich bin gespannt, wie die beiden Leute sich hier schlagen. Die beiden sind ja auch in der Vergangenheit schon öfter aufeinander getroffen, da allerdings in Teamkämpfen. Ja, und soweit ich mich erinnere, ist das auch das erste Mal, dass die in Einzelkampf aufeinandertreffen. Florian Köhler checkt hier nochmal, ob irgendwelche Gegenstände, illegalen Gegenstände versteckt wurden. Ja, und Essex Parker macht da so eine kleine Spielerei draus, also das ist auch nicht fair und auch nicht schön. Das Publikum will hier einen Kampf sehen und keine Sprenzchen hier. Ja, aber vielleicht ist das auch seine Taktik, er hat gesehen, Cash Money Erkan ist sehr konzentriert, möchte jetzt ein bisschen die Konzentration brechen und macht diese kleinen Spielchen. Und dann geht's dann endlich los. Essex Parker lacht hier Cash Money Erkan aus. Ja, irgendwas scheint er sehr amüsant zu finden. Oder ist es auch diese Taktik, die ich gerade angesprochen habe? Ja, mit sowas kann man schon natürlich den Gegner verwirren, ne? Ja, aus der Konzentration bringt Cash Money Erkan und schaut auch ein wenig verwirrt. So, was will der hier von mir? Wenn er jetzt Sumo-Ring machen? Wir sind doch hier beim Wrestling-Abend. Ja,
Na, sowas hat die MWA dann auch noch nicht gesagt. Oh, sehr clever gemacht hier von Cash Money Erkan. Schöner Single-Leg-Takedown. So trickst man natürlich jemanden, der selber tricksen will, aus. Ja, und dann checkt Cash Money Erkan erstmal ein bisschen die Lage hier. Wo steht das Publikum? Ja, und das scheint auch ziemlich eindeutig hier zu sein. Ja, und Alexis Parker scheint genug zu haben. Und verlässt hier den Ring. Ja, nun beweist Alexis Parker hier auch nochmal, dass er zählen kann. Also das hätten ihm, glaube ich, auch so geglaubt. Also dazu muss er jetzt nicht extra hier den Ring verlassen. Und Essex Parker ist wieder im Ring. Es kann weitergehen mit dem Match. Ja, Essex Parker macht wirklich sehr viele Spielereien hier am Anfang des Kampfes. Also da kannst du wirklich recht haben, dass er einfach nur versucht, hier die Konzentration von Cash Money Erkan zu brechen, ihn ein bisschen zu verwirren. Jetzt auch die Kraftprobe der beiden. Na, zumindest zumindest der Versuch. Aber Cash Money Erkan scheint hier auch die Kopfspielchen zu beherrschen. Nein, dann kommen wir doch zur Kraftprobe hier. Endlich ein Arm. Oh, da geht's wieder hin und her. So, kommen wir jetzt noch mal zur Kraftprobe. Ja, jetzt kommen wir los. Zur Kraftprobe. Oh, ja, sie wird wirklich durchgezogen. Genau, das ist keine faire Kraftprobe. Jetzt der Armdrag von Alexis Parker. Dann ärgert sich Cash Money Erkan natürlich. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht das ganze Vorgeplänkel nur für diesen einen Move gedacht ist. Für diese eine Aktion. Ja, da verstehe ich Alexis Parker noch wieder nicht, dass er immer wieder versucht hier die Gunst des Publikums zu bekommen. Das müsste ja eigentlich nie verstanden haben, dass sie eher hinter Cash Money Erkan stehen. Aber das könnte diese verblendete Selbstwahrnehmung sein, die Rain geschuldet ist. Im Gegensatz zu Tim Sukstor, von dem man seit dem November nichts mehr gehört hat, hat man von Alexis Parker, von Ivan Kier, von Cem Kaplan sehr, sehr viele Statements bekommen, dass sie die Größten sind. Aber hier sehen wir, dass Cash Money Erkan offensichtlich der Größte ist. Er ist ja der zweitgrößte Wrestler, der in deutschen Ringen antritt. Ja, und Essel Parker hat hier so ein bisschen die Oberhand im Moment. Da geht es ein bisschen hin und her. Jetzt fangen sie an mit dem Wrestling. Schöner Haltegriff hier von Essel Parker. Hält hier es Cash Money Erkan unter Kontrolle. Aber nur bis zwei, jetzt ist Crucifix von Erkan, aber er kontert. Es geht hin und her bei den beiden. Jetzt der Chinlock, Half Nelson, aber der Konter. Ja, und da schubst Cash Money Erkan ihn einfach weg. Jetzt diskutieren sie. Geht's hin und her. Ja, ein klassisches Wrestling-Match sieht nun doch ein bisschen anders aus. Full Nelson von Cash Money Erkan. Klassisch ist was anderes. Snapmare von Cash Money Erkan. Und es folgt der Trick, genau. In den Rücken. Oh, Essel Parker dreht sich jetzt zur Seite. Cash Money Erkan bleibt hinter ihm stehen. Versteckt sich quasi. Und er tritt gegen die Brust. Und das Cover hinterher. Eins. Ja. Das hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt schon gewesen wäre.
Schöner Vorarm hier von Keshman Erkan und auf den Rücken. Schlagkombination hier gegen Ezzet Parker. Der wankt auch schon ein wenig. Schöner Dropkick hier von Keshman Erkan. Da muss gleich das Cover folgen. Eins. Oh, nur das eins. Ja, im Vorfeld ist ja nicht so viel passiert. Muss man ehrlich sein. Und deswegen ist Ezzet Parker natürlich so geschwächt, auch wenn er sich natürlich jetzt die Lendenwirbelsäule hält. Scheint der Rücken ein wenig zu schmerzen. Der Whip. Und der Kloster geht ins Leere. Keshman Erkan versteckt sich wieder. Oh, schöner Back Elbow von Ezzet Parker. Schöner Takedown. Jetzt der Front Face Headlock. Ezzet Parker hat hier die Überhand. Frage vom Ringrichter, aber Keshman Erkan gibt nicht auf. Versucht sich herauszudrehen. Da kommt ein Seil. Ezzet Parker ihn schon beinahe in seiner ganzen Rollwut ins Seil gedreht, aber jetzt sehen wir auch warum. Oh. Er will mit ihm aus den Ringen und das hat natürlich ein bisschen gekracht, als Ezzet Parker ihn dort einfach aus dem Ring gezogen hat. Von der Ringmatte gezogen und ist dann auf den harten Hallenboden geknallt. Er ja, hält sich hier auch die Arme, also es war mit Sicherheit schon sehr schmerzhaft hier, der und Fall. Ezzet Parker sucht jetzt etwas. Ja, oder verschwindet einfach unter dem Ring. Will er sich verstecken? Ja, der Ringrichter ruft ihn auch hier. Was macht er denn da? Vielleicht braucht er noch seine berühmt-berüchtigten Power-Riegel, wer weiß es. Ja, und jetzt sind beide wieder im Ring. Ezzet Parker dominiert hier ein wenig. Keshman Erkan, oh, schöner Tritt an die kurze Rippe. Das raubt natürlich die Luft. Ezzet Parker dominiert hier das Match ein wenig im Moment. Was kommt jetzt für eine Aktion? Schön eingerollt hier zum Haltegriff. Oh, scheint auch sehr schmerzhaft zu sein. Keine Aufgabe hier von Keshman Erkan. Das ist natürlich, das ist dieser Amateurringer-Hintergrund, der so ein bisschen mitspielt natürlich bei Ezzet Parker. Aber Keshman Erkan. Ja, das hat natürlich nicht gereicht. Nur bis zwei dort in dem Fall. Das hat natürlich auch nicht gereicht. Also Keshman Erkan jetzt hier 30 Sekunden einen Haltegriff zu nehmen, das reicht natürlich nicht für ein Cover. Also das hätte Ezzet Parker eigentlich auch wissen müssen, jetzt als Vollmitglied von Reign, dass sowas ist, könnten eigentlich nur Anfängerfehler sein oder es war wirklich beabsichtigt, um Keshman Erkan nur ein bisschen das Selbstvertrauen zu nehmen. Ihn mürbe zu machen, wie ich gesagt habe, ich glaube immer noch, dass es Taktik ist, den Gegner ein bisschen mürbe zu machen, auch in den Kopf reinzukommen, ein bisschen das Gefühl zu geben, okay, der zieht nicht ganz durch. Das ist vielleicht eine Taktik, aber wir sehen hier Keshman Erkan auf dem Vormarsch, Running Forearm Smash und jetzt Back Suplex. Und das Cover hinterher, eins, zwei, ah, nur bis zwei. Ja, so ein paar schnelle Aktionen hier von beiden. Also momentan ist das Match doch recht ausgeglichen. Was mich doch ein wenig überrascht. Wen hast du denn vorne gesehen in diesem Kampf? Ja, eigentlich schon eher Keshman Erkan. Aber ich muss sagen, Ezzet Parker kann auch recht gut mithalten. Ob jetzt trotz oder gerade wegen seiner Spielchen, das mag ich jetzt auch nicht so zu sagen. Also muss ganz ehrlich sein, ich habe nichts anderes erwartet von Ezzet Parker. Das Selbstbewusstsein ist durch diese Rain-Aufnahme sowas von gewaltig angestiegen. Elbow Drop jetzt von Ezzet Parker. Und das Cover hinterher. Oh, lässt er sich zu lang Zeit. Natürlich nur bis zwei. Das war auch viel zu lasch und hat viel zu lang gedauert. Also das war klar, dass
Das konnte nun wirklich nichts werden. Akesh Manierkan powert sich hier so ein bisschen hoch, pusht sich hoch, holt auch nochmal die Unterstützung des Publikums. Ja, beide schon sehr angeschlagen, hier schon recht fertig. Jetzt Schläge in den Rücken, in den oberen Rückenbereich von Alexis Parker. Oh, Akesh Manierkan scheint zurückzukommen. Jetzt mit den Knee Hits. Mit Seil. Oh. Die Clothesline hinterher, sehr schön. Oh, sehr hart getroffen, also so wie ich das richtig gesehen habe, wohl auch direkt an den Hals getroffen. Das raubt natürlich auch die Luft, geht sofort auf den Kehlkopf. Oh. Schöner Nied in den Rücken. Und Akesh Manierkan will jetzt offensichtlich das Match beenden. Cover. Eins. Oh, das hat aber auch wieder zu lange gedauert. Dass er immer erst nochmal rumschlawenzelt wird, bevor man wirklich das Cover ansetzt. Das muss sofort nach der Aktion kommen. Sonst hat der Gegner doch Zeit, sich wieder zu erholen. Und damit Akesh Manierkan in das Turnbuckle gerannt. Und jetzt Schläge von Axis Parker. Back Elbows. Der Whip-In, der Ringrichter zählt natürlich ganz stark. Ganz klar, Aktion der Hexe nicht erlaubt. Oh, jetzt geht's ins Leere. Da geht's jetzt hin und her, kreuz und quer. Axis Parker geht nach draußen. Steigt aufs oberste Seil. Also das habe ich von Axis Parker aber auch noch nicht gesehen. Aktion auf dem Seil. Ja, und das Sleeperhold, also ich muss ganz ehrlich sein, das sind alles Aktionen, die hätte ich nicht erwartet. Da scheint das Selbstbewusstsein ganz, ganz stark angewachsen oder aufgewachsen zu sein. Aber Akesh Manierkan kontert jetzt, kämpft sich zurück. Oh, setzt an hier zum Suplex. Und was sehen wir? Und er zieht ihn durch. Superplex von Akesh Manierkan gegen Axis Parker. Jetzt muss er sich doch eigentlich nur rüberrollen. Das wäre der sichere Sieg. Wer ist selber noch zu angeschlagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nur rüberrollen ist natürlich so eine Sache nach so einer Aktion. Weil damit tut man sich natürlich auch ein Stück weit selber weh. Da muss man jetzt wieder hochkommen, zu Kräften kommen und dann das Cover einsetzen. Aber man sieht hier Akesh Manierkan. Der pusht sich wieder hoch. Und kommt jetzt. Kommt er zum Cover? Schafft er das Cover? Axis Parker immer noch benommen am Boden. Beide werden angezählt. Ringrichter ist bei 6. Akesh Manierkan ist um. Oh, gleich der Tritt in den Rücken von Axis Parker. Jetzt geht's hin und her. Schlagabtausch hier zwischen Axis Parker und Akesh Manierkan. Ja, da geht weiter mit dem Schlagabtausch. Aber Dropkick von Axis Parker. Ich hätte mit einem gerechnet, aber nicht, dass der aber mal einen Dropkick dort auspackt. Aber aus dem Nichts kam der, aus dem Nichts. Schlagabtausch zwischen den beiden. Ich wollte gerade sagen, Mensch, die Kräfte, die schwinden langsam und da kommt aus dem Nichts der Dropkick hier von Axis Parker. Ja, die Kräfte schwinden bei beiden, das sieht man ganz deutlich. Die schwinden natürlich bei beiden, das Match dauert auch schon über 10 Minuten. Hin und her geht das Ganze. Und jetzt geht's nach oben. Gönnen sich beide auch keine Verschnaufpause. Axis Parker hatte Schwierigkeiten, hier auf das Seil zu kommen. Die Kräfte lassen nach. Headbutt hier gegen die Brust von Akesh Manierkan. Der wiederum kontert. Oh, das ist Cem Kaplan. Das ist Rain. Was macht denn der im Ring? Oh. Axis Parker muss aus dem Ring. Da ist Ivan Kiev. Also ehrlich gesagt habe ich mich auch schon gefragt die ganze Zeit, wo dann die Mitglieder von Rain bleiben. Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt, da bin ich ehrlich. Aber jetzt sehen wir sie, dass sie da sind. Und was habe ich da gerade gesehen? Ein Stuhl. Oh, der Ringrichter wird abgelenkt. Axis Parker mit dem Stuhl. Auch der Stuhl steht daneben. Akesh Manierkan schnappt sich den Stuhl. Schlägt auf den Boden.
Jetzt schmeißt ihn Essie Parker zu. Oh, das ist natürlich auch kein schlechter Trick. Aber der Ringrichter wird abgelenkt von Rain. Und Essie Parker denkt sich, dann schlage ich aber nochmal zu. Und der Aktion hier von Essie Parker. Oh, oh, hey, den Stuhl habe ich nie in der Hand gehabt. Ah, komm, da kann man doch von dem erfahren, Ringrichter, wie Florian Köhler nicht erzählen. Oh, da diskutiert er jetzt. Ja, wie wird die Entscheidung jetzt aussehen von Florian Köhler? Also meiner Meinung nach hat er ganz klar gesehen, dass Essie Parker den Stuhl da in der Hand hatte, auch ausgeholt hatte, den Schlag hat er natürlich auch gehört. Cashman, der Erker. Superkick, das war's doch jetzt. Der Einhörner. Eins, zwei, drei, der Sieg für Cash Money Erkan gegen Axis Parker und Shem Kaplan und Ivan Kiev können es offensichtlich nicht fassen. Jo, Freunde, konnten sie es auch nicht verhindern. Ivan Kiev und Shem Kaplan sind siegessicher schon wieder Richtung Ausgang gegangen. Ja, und konnten den Einroller jetzt eben nicht mehr verhindern und somit der Gewinner Cash Money Erkan. Genauso muss man sagen, ja, da wurde der versuchte Betrug zurückgeschlagen. Tja, da muss man sagen, schon verdienterweise gewonnen, wobei Essie Parker, wie gesagt, sehr gut mithalten konnte. Also es war doch ein sehr ausgeglichenes Match. Und es war nun wirklich nicht auszumachen, wer da jetzt als Gewinner hervorgehen wird. Aber man sieht auch, Essie Parker sehr angeschlagen und mitgenommen. Also nach dem Superkick ist das kein Wunder. Ja, Ivan Kiev, Cash Money Erkan, sag ich schon, mit Cem Kaplan natürlich. Ivan Kiev, Cem Kaplan und Essie Parker sind hier noch im Ring. Essie Parker scheint so ein bisschen die Orientierung verloren zu haben. Rain unterstützt ihn hier ein bisschen, zeichnet ihm den Weg. Er wird sehr traumatisiert, sehr angeschlagen. Ja, wird hier jetzt von Ivan Kiev gestützt. Und von Cem Kaplan und ja, Rain verlässt jetzt hier die Halle. Ja, Rain verlässt die Halle, genauso kann man sagen. Ja, oh mein, da sieht man schon wieder, Essie Parker kommt dann langsam wieder zur Kraft, konnte schon wieder treten. Ist offensichtlich sauer, dass er hier verloren hat. Jeder ist sauer, wenn er verliert, das ist ganz klar. Und da sehen wir Maurice, der offensichtlich für den nächsten Kampf bereit ist. Auch Florian Köhler ist schon wieder da. Ein Riesenapplaus für die Wrestler! Und es gibt den Klassiker. Kommen wir zum nächsten Match. Als erstes auf den Weg zum Ring. Aus Istanbul in der Türkei. Mit einer Körpergröße von 1,80 Meter und einem Kampfgewicht von 96 Kilogramm. Tja, und da sehen wir ihn gleich wieder. Cem Kaplan. Da hätte er eigentlich am Ring bleiben können. Ja, aber du wird halt nochmal offiziell angekündigt. Kommt zum Ring. Mit der offiziellen Musik von Rain. Sie hat ja angekündigt über Twitter, über Facebook. Oh. Wer ist das? Ist natürlich jetzt die große Frage. Also scheint ein neues Mitglied hier von Rain zu sein. Also ich habe ihn auch bisher auch noch nicht gesehen. Neues Mitglied, ein neues Mitglied würde nicht vorangehen. Ja, Cem Kaplan betritt die Halle mit Rain. Also gleich vier Mann auf dem Weg zum Ring. Nur wenn ich das sehe, ich sehe diesen unbekannten Neuen, ich sehe Cem Kaplan, ich habe Ivan Kiev gesehen, ganz im Hintergrund konnte man Axis Parker sehen. Da fehlt jemand. Aber gut, das werden wir sicherlich auch noch erleben, wo diese Person ist. Ich bin immer noch verwirrt, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Diese Erscheinung?
sich hier vom Publikum feiern lassen. Aber vielleicht sollte er erstmal erzählen, wer er ist. Das Publikum scheint ihn auch nicht zu kennen. Das erste Mal hier in Lübeck, das erste Mal allgemein bei der Mad Wrestling Association. Die Offiziellen wurden anscheinend auch nicht darüber informiert, weil uns liegt hier jedenfalls keine Information über diesen Menschen vor. Es könnte diese mysteriöse Person sein, die Ivan Kiev irgendwann im Januar ankündigte, den Mann, der das komplette Konzept von Reign umstellen wird. Der sich auf ein neues Level hieven wird. Unser Gegner aus Berlin mit einem Kampfgewicht von 68 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,69 Meter. Marty Fabs! Ja, Marty Fabs bei der Mad Wrestling Association. Die Messe Mad Wrestling Association ohne Marty Fabs würde auch gar nicht gehen. Publikumsliebling seit eh und je. Das kannst du laut sagen. Marty Fabs, der Mann, der niemals aufgeben will. Immer gute Laune, immer Spaß. Im November konnte er Tim Suxdorf besiegen und jetzt trifft er gegen ein weiteres Reign-Mitglied. Aber nicht nur gegen Heinz, man sieht, es sind vier Leute am Ring. Aber er lässt sich hier feiern, er ist siegesicher, oder er ist zuversichtlich. Siegesicher kann man nie sagen, aber er ist zuversichtlich, dass er eine gute Show und gute Unterhaltung liefern wird. Ja, und wenn man Reign kennt, könnte man schon fast denken, das wird hier ein Handicap-Match. 4 gegen 1, oder wie soll ich das verstehen? Ganz genau. Da muss ich dir allerdings auch recht geben. Ja, Marty Fabs lässt hier trotzdem feiern hier vom Lübecker Publikum. Das steht natürlich wie eine 1 hinter Marty Fabs. Aber das kann natürlich auch sehr fördernd, sehr motivierend sein. Tja, wenn man sich die beiden Staturen hier anguckt, Cem Kaplan durchtrainiert, muskelbepackt und dagegen Marty Fabs, ein Kopf kleiner, durchtrainiert, nicht so muskelbepackt. So kann man es natürlich ausdrücken, wobei man Marty Fabs nichts absprechen darf. Das, was er nicht an Muskelmasse hat, das hat er auf jeden Fall an Kämpferherz. Das, was er nicht an Kraft hat, das hat er an Geschwindigkeit. Ich habe noch keinen oder wenige Wrestler gesehen, die diese Eigenschaften, dieses Herz haben, was ein Marty Fabs hat. Er hat ganz sicher nicht das Gardemaß eines Vollblut-Wrestlers, aber er hat das Herz, ein weitaus größeres Herz als zum Beispiel jemand wie Cem Kaplan. Muskel gepackt, aber ganz sicherlich nicht so verliebt in diesen Sport wie Marty Fabs. Ja, offensichtlich nimmt Cem Kaplan Marty Fabs auch nicht so richtig ernst, hier so wie das aussieht. In den Lockup. Und eine Kraftdemonstration hier von Cem Kaplan. Ja, das zeigt doch, ernst nimmt er nicht, aber er sollte ihn ernst nehmen. Marty Fabs offensichtlich unbeeindruckt hier von der Kraft. Komm, jetzt zeig mal, was ich drauf mache. Soll ich? Ah, die Kraftprobe. Ja, sticht auch keine Herausforderung. Das war natürlich wieder unfair und natürlich eigentlich auch abzusehen hier von Cem Kaplan. Das hätte Marty Fabs eigentlich auch wissen müssen. Wippen hier. Wunderschöne Turnbull Herzsister von Marty Fabs. Oh, eine hinterher. So, genau das ist das, was ich meine. Dropkick. Was für eine Kombination. Und gleich das Cover. 1, 2. Oh Mensch, da wusste wohl Cem Kaplan gerade nicht, wo ihm die Sinne stehen. Rettet er sich erstmal ins Seil. Das, was du angesprochen hast, Marty Fabs. Geschwindigkeit und Technik.
und natürlich das Herzblut. Und ein Chapka-Plan, der weiß so richtig gar nicht, was er machen muss, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Da geht's ins Turnbuckle für Marty Feltz und jetzt der Snap-Suplex hinterher. Und das Cover, 1, 2. Und dann das Posing von Chapka-Plan. Ja, ganz so einfach kann man einen Marty Feltz dann auch nicht besiegen. Auch wenn das so aussieht, Elbow hinterher. Viel zu locker das Cover. Viel zu locker. Aber gut, das muss Chapka-Plan eigentlich auch wissen. Das war mit Sicherheit auch kein ernst gemeintes Cover hier. Das ist ein Kampf von zwei Leuten, die in Eutin jeweils ihren Kampf gewinnen konnten. Joe, und dann nimmt sie jetzt aber Marty Phelps ein schöner Dropkick in den Rücken. So kontert man natürlich die Kraft aus. Und jetzt der 0-3-0 und der sitzt. Neulich kam über Facebook die Frage, wieso der 0-3... Unfairer Eingriff hier von Ivan Kiev. Das will ich noch kurz zu Ende bringen. Neulich kam über Facebook bei Mad Wrestling Association die Frage, wieso der 0-3-0, das heißt doch 619. Man darf es natürlich nicht verwechseln mit der WWE. Marty Phelps kommt aus Berlin und jeder kann seinen Move nennen, wie er möchte. Und er hat die Vorwahl von Berlin genommen. 0-3-0. Wir haben gerade gesehen, Ivan Kiev eingegriffen, Ringrichter abgelenkt, Access Parker eingegriffen. Das sind unfaire Aktionen. Jetzt der Body Slam. Und jetzt hat Chapka-Plan genug, jetzt ruft er sie in den Ring. Und auch Florian Köhler hat genug, er bricht den Kampf ab. Kampfabbruch hier durch Florian Köhler, aber das scheint ja Rain in keinster Weise zu interessieren. Ja. Gewinner natürlich Marty Phelps hier durch Disqualifikation. Aber wie gesagt, das scheint ja Rain überhaupt nicht zu interessieren. Und da attackieren sie Marty Phelps, prügeln ihn windelweich. Und dieser mysteriöse Kerl außerhalb des Rings, der grinst einfach nur. Der genießt das, wie Marty Phelps da verprügelt wird. Ja, gut, dass du es ansprichst, weil diesen mysteriösen Menschen hatte ich schon gar nicht mehr so in Erinnerung, dass der noch da ist. Und jetzt kommt er in den Ring. Gehstock, Kette um den Hals, Sonnenbrille, Zahnstocher. Aber vielleicht erfahren wir jetzt endlich, wer er ist, was er will. Er lässt sich offensichtlich feiern oder will sich feiern lassen. Er verhöhnt das Publikum, so muss man das sehen. Das ist doch ein ganz klares Statement. Er verhöhnt das Publikum, er verhöhnt den Publikumsliebling Marty Phelps. Ja, der immer noch benommen am Fußboden liegt. Am Ringboden natürlich, nicht am Fußboden. Was haben wir denn jetzt von Rain noch zu erwarten? Das ist die große Frage. Ivan Kiev guckt jetzt, wie es Marty Phelps geht. Das ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Access Parker tritt da ein bisschen zu. Florian Köhler fordert, dass die Ringglocke geläutet wird, damit sie endlich aufhören. Ja, der mysteriöse Mann geht mit seinem Gehstock das Tensuchstock mit einem Stuhl. Und er holt sich ein Mikrofon und das sieht nicht gerade glücklich aus. Ja, aber das war wohl deine Frage vorhin, wo, da fehlt noch ein Mitglied von Rain. Ja, vielleicht war Backstage ja noch beschäftigt, jedenfalls ist er jetzt auch da, hat einen Stuhl dabei. Macht das. Ich glaube es kaum. Derzeit hier. Hier, die Rain of
von Universums. Ihr habt keine Chance. Keine Chance. Dreck, Dreck. Ja, ihr seid Loser. 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 Alles Loser. Aber wisst ihr was? Wenn ich mich so umschaue, ihr seid auch reich. Wisst ihr, woran ihr reich seid? Reich an Dummheit und Hässlichkeit. Ihr seid so hässlich. Oh, Moment mal. Oh mein Gott, was lief hier? Ihr stinkt alle. Oh, oh Gott, ist das ekelerregend. Ja, schon besser, schon besser. Das war das von Teuer. Soll ich euch was sagen? Ihr seid immer nur bei den Guten, immer nur mit den Guten. Aber wer den Guten mag, der ist schwach und ihr seid schwach. Ihr seid so schwach. Kommt zu uns! Kommt zu uns! Und wenn ihr hört, was der Money Preacher predigt, dann gibt mir ein Amen! Amen! Oh mein Gott! Gib mir ein Amen! Amen! Oh mein Gott! Oh, Tim Sutzhoff steht hier mit dem Stuhl bereit. Oh mein Gott! Bin ich doch ein Stück weit sprachlos. Das sind doch hier jetzt Geschehnisse, die kriege ich gar nicht hier in drei Worte gefasst. Zumindest wissen wir jetzt, dass der mysteriöse Mann nennt sich Money Breacher. Und Tim Sutzhoff schlägt mit dem Stuhl auf die Rain-Mitglieder. Was soll man denn dazu jetzt sagen? Es reicht mir. Fünf Jahre bin ich hier mit dem Ring gegangen, mit Hass. Mit nichts anderem als Hass. Fünf Jahre lang habe ich diesen Mist gebaut. Habe ich so gelebt wie du, wie du, wie du und wie er. Und wisst ihr was? Es reicht nur. Man erreicht nichts mit Hass. Nichts. Man muss für das kämpfen, was man will. Und ich entscheide mich heute zu kämpfen. Und es ist mir egal, ob ich alleine gegen euch antrete. Und auch Kämpfen mir helfen kann. Aber ich bin euch beide heute Abend in diesem Ring. Und zwar jetzt! Na, dass ich das nochmal erleben darf. Tim Sutzhoff stellt sich gegen Rain. Kannst du kämpfen? Verdammt, ja! Naja, wobei, es sieht eigentlich anders aus. Aber wir kennen Marty Taps. Der zieht noch Kraft aus der kleinsten Zelle und wird an der Seite von Tim Sutzdorf jetzt ein Match bestreiten. Und ich würde mal vermuten, wahrscheinlich gegen Rain. Ja, ganz deutlich gegen Rain. Ich bin aber total schockiert, dass das Gründungsmitglied von Rain stellt sich gegen den Money Preacher und die Reign of Terror, wie sie jetzt auch nicht heißen. Ich habe mich schon gewundert, warum er so nachdenklich wirkt. Ja, und das scheint wohl zu sein, dass der Money Preacher, der neue Anführer von Rain oder der Reign of Terror zu sein scheint. Und Tim Sutzdorf ist wohl kein Mitglied mehr. Aus der Landeshauptstadt Kiel. Meiner Körpergröße von Lübeck! Aus Lübeck! Bei einer Körpergröße von 2 Meter und 4 und einem Kampfgewicht von 103 Kilogramm. Tim Sutzdorf! Und sein Tag-Team-Partner. Mit einer
Körpergröße von 1,69 Meter und einem Kampfgewicht von 68 Kilogramm. Martin Pax! Und ihre Gegner aus der Ukraine mit einer Körpergröße von 1,90 Meter und einem Kampfgewicht von 95 Kilogramm, Ivan Kiev! Mit einem Kampfgewicht von 96 Kilogramm und einer Körpergröße von 1,80 Meter. Jim Kaplan! Ja, ich muss ehrlich sein, Jim Kaplan und Ivan Kiev wirken genauso verwirrt, wie ich mich fühle. Ich bin immer noch total schockiert davon. Ja, die scheinen immer noch nicht zu wissen, was da nun Sache ist, was da passiert ist. Ja, aber zumindest haben wir Tim Soxdorf und Peps, die zumindest zur Zeit oder im Moment aus Lübeck kommen, gegen Ivan Kiev und Cem Kaplan. Ivan Kiev, wir hier offensichtlich Peps als Gegner haben. Ja, er weiß natürlich, dass Tim Soxdorf größer ist und auch kräftiger ist. Ja, und sucht sich natürlich dann hier den leichten Gegner aus. Und wie wir Peps kennen, scheut er keine Herausforderungen und sagt natürlich, komm Tim, wechsel mich ein. Ja, das ist dieses Kämpferherz, was ich angesprochen habe. Aber natürlich ist Peps viel zu angeschlagen mit dieser Attacke. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich so clever ist, dass er jetzt als Erster in... Ja, wie sieht schon, Fabs weicht aus. Oh. Und noch ein Kick hier von Marty Fabs. Und noch einer. Oh. Sehr schmerzhaft hier für Ivan Kiev. Und ein Runner. Und das eins, war eins, zwei. Oh, nur bis zwei, das hätte sein können. Und der Wechsel. Tim Soxdorf ist im Ring. Ivan flüchtet. Ja, wie ich sagte, also er weiß natürlich Bescheid. Tim Soxdorf ist größer, ist kräftiger und war natürlich auch in derselben Gruppierung. Das heißt, er kennt die Stärken von Tim Soxdorf. Ja, und Tim Soxdorf kennt all die üblen Tricks, denn er war schließlich einer von denen, der sich hier ausgedacht hat. Richtig. So, jetzt hier ein kleiner Bizeps-Vergleich. Und die Kraftprobe. Und da zuckst du auf die Oberhand. Ja, natürlich auch eine größere Körpergröße, was wieder von Vorteil ist. Aber... Und das Cover. 0 bis 1. Da geht er gleich auf den Arm. Ja, Tim Soxdorf hat hier die Oberhand. Und schon wieder der Wechsel hier. Ja, das überrascht mich doch ein Stück weit. Was kommt jetzt? Oh, Dropkick. Gegen beide. Ja gut, was heißt Dropkick? Ne? Also fehlt der Drop. Ja, das ist natürlich nicht. Es fehlt der Drop. Assisted Kick von Soxdorf bis 2 jetzt nur das Cover. Gegen beide. Dann schmeißt Soxdorf Fabs auf Kaplan und kommt mit dem Big Special her. Das Ganze bringt nur bis 2, aber das Ganze geht hier natürlich gut los. Und wieder der Wechsel. Tim Soxdorf wieder im Ring. Mit dem Body Slam. Fabs mit dem Leg Drop und Soxdorf mit dem Cover. 1, 2,
Ahnung, bis zwei. Jetzt Frontface Headlock und wieder der schnelle Wechsel. Ja, das machen die natürlich sehr gut hier, immer wieder die schnellen Wechsel. Das ist sehr kraftsparend. Immer nur ein, zwei Aktionen und dann kommt der nächste und kann die nächsten Aktionen zerholen. Aber Champion Plan hat offensichtlich noch nicht so viel einstecken müssen. Jetzt kommt der Backbreaker. Ja, zumindest kann er aber auch viel einstecken. Ne? Und ja, und Marty Cax sowieso schon angeschlagen. Und jetzt diese harte Aktion. Das war natürlich jetzt nicht so schön für Marty Cax. Ist auch sehr benommen. Cem Calvan spielt da mit seiner Kraft, setzt Marty Cax da einfach aufs Top-Turnbuckle. Nimmt ihn hoch. Runaway Slam vom ersten Seil. Das sind diese Kraftdemonstrationen. Natürlich auch sehr schmerzhaft hier für den Rücken. Und das Cover 1, 2. Ja, aber auch wieder sehr lasches Cover hier von Cem Calvan. Das sind eher so die psychologischen Tricks, weil es kein ernst gemeintes, ernsthaft durchgezogenes Cover war. Jetzt auch hier der Wechsel. Ivan Kiev steigt das oberste Seil. Oh. Double Alexander Blow in den Nacken und der Money Pritchard außerhalb lacht. Ja, und Ivan Kiev diskutiert hier mit dem Publikum. Marty Cax sichtlich angeschlagen hier. Was natürlich auch kein Wunder ist, nachdem was er jetzt hier alles einstecken musste an dem Arm. Raumfähraktion hier von Tom Ray, noch von der gesamten Belegschaft hier. Oh, Dixoff hat das gesehen. Das sehen wir hier deutlich. Der diskutiert mit Cem Calvan. Und schubst den Mann im Pitcher weg. Jetzt kommt natürlich der Ringrichter dazu. Ja, und schickt Tim Dixoff wieder in die richtige Ecke. Oh, die Feature seiner Zeit. Greift hier jetzt Tim Suxdorf an, das ist natürlich die Rache dafür, dass Tim Suxdorf ihn gerade angegriffen hat, geht mit seinem Stock zu Gange, tritt ihn noch. Oh, der Ringrichter sieht das natürlich nicht, wird hier abgelenkt von Ivan Kiev und von Cem Calvan. Und Tim Suxdorf liegt da jetzt natürlich angeschlagen am Boden, wurde bearbeitet mit Tritten und mit Schlägen von dem Stock. Aber dieses Ablenken gibt natürlich Phelps auch ein bisschen die Zeit, sich wieder zu regenerieren. Jetzt wieder Unfallaktion hier von Rain. Schlag ins Gesicht hier von Ivan Kiev. Na, Tim Suxdorf kommt langsam wieder hoch, wie man es am Bildrand hier sieht. Er kommt wieder hoch, er sieht seine Chance. Ja, will den Wechsel hier mit Marty Cax. Aber Ivan Kiev zieht Marty Cax dort zurück. Und die Tritte hier an den Oberkörper von Marty Cax. Der kaum noch mit eigener Kraft stehen kann. Ja, und Ivan Kiev diskutiert hier schon wieder mit dem Publikum. Ja. Setzt Marty Cax das oberste Seil. Schlag an den Kopf hier von Marty Cax. Boah, der hat auch schon eine Menge einstecken müssen. Aber jetzt kämpft er sich aber zurück. Oh, Headbutt. Jetzt geht Marty Cax aufs oberste Seil. Was will er zeigen? Er springt. Oh, Messer Dropkick von Marty Cax. Das könnte die Chance sein, Suxdorf jetzt einzuwechseln. Aber natürlich jetzt Cax. Durch die ganzen Attacken, die er einstecken musste, sehr angeschlagen. Natürlich auch durch seine eigene letzte Attacke, das ist natürlich auch sehr kraftraubend. Er rockt sich hin. Oh. Und Ivan Kiev wieder dazwischen. Es kam kein Wechsel zustande. Wippen. Marty Cax duckt sich ab, duckt sich wieder ab. Oh.
Turtle World Backbreaker von Ivan Kiev. Natürlich sehr schmerzhaft hier für den Rücken von Marty Phelps, was natürlich auch sehr luftraubend ist. Marty Phelps will anscheinend hier wieder tauschen. Wechseln. Natürlich will er tauschen, aber... Oh! Und dann dieser Tritt von Ivan Kiev. Das ist ja erlaubt, eine Aktion 4 Sekunden nach dem Wechsel durchzuführen. Ja, Double Team Move. Cover 1, 2. Ja, war es wieder einer dieser laschen Covers hier von Cem Kaplan. Aber ich muss sagen, doch eine sehr effektive Aktion hier eben von Cem Kaplan und Ivan Kiev. Marty Phelps wird hier gedreht und die Kraft der Drehung wird genutzt, um den Schmerz und die Kraft noch des Trittes noch zu verstärken. Jetzt geht Cem Kaplan inside, natürlich der Running Shoulder Block. Ja, jetzt und die Kraft der Liegestütze. Und nochmal. Und der nächste Shoulder Block. 1, 2, aber nur bis 2. Und das war jetzt nochmal ein ordentliches Cover hier von Cem Kaplan. Das haben wir den ganzen Abend ja noch nicht gesehen. Marty Phelps kam aber heraus und versuchte wieder zu wechseln mit Tim Suksdorf. Was wieder nicht klappt. Oh, Tritt gegen den Bein hier von Cem Kaplan, so dass der ins Turnbuckle fällt. Marty Phelps ist wieder auf dem Bein. Na gut, kräftig sieht anders aus. Oh, schöner Knee-Hit von Marty Phelps. Jetzt ist die Chance, damit Suksdorf zu wechseln. Ja, die Chance sollte er jetzt auch nutzen. Er pusht sich hier gerade wieder hoch, sammelt Kräfte, um in die Ecke zu kommen, um mit Tim Suksdorf hier zu wechseln. Das sind nur noch, das handelt sich nur noch um Zentimeter. Cem Kaplan auf der anderen Seite versucht mit Ivan Kiev zu wechseln. Der ist genauso angeschlagen. Bei Marty Phelps fehlen wirklich nur noch Zentimeter, der kommt nicht um. Zentimeter haben da gefehlt. Marty Phelps musste nur ein Stückchen weiter, Suksdorf konnte nicht weiter. Oh, Ivan Kiev kommt da noch rein. Mann, so knapp. Das ist ein Wechsel, der wirklich nötig jetzt ist für Marty Phelps. Der kann wirklich nicht mehr. Sehr lange wird er hier gehalten von Ivan Kiev. Der geht mit ihm hier nochmal durch den Ring spazieren. Und da gibt es die Shots von Cem Kaplan. Stalling Vertical Suplex. Und jetzt geht's nach unten. Na, es kann auch sein, natürlich. Das raubt viel Kraft, das raubt viel Luft. Ja, das Blut läuft in den Kopf. Der Marty Phelps versucht sich hier wieder hoch zu pushen. Ivan Kiev aufs oberste Seil. Was will er zeigen? Ja. Oh, der Top Rope Elbow Drop. Das muss es jetzt sein, leider. 1, 2, 3. Marty Phelps kommt raus, sehr schön. Ivan Kiev kann es gar nicht fassen hier. Marty Phelps kommt aus dem Cover noch heraus. Meine Güte, was dieser Mann, dieser junge Mann alles einstecken kann. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber er braucht trotzdem zwingend hier den Wechsel. Das Publikum ruft nach Lübeck. Marty Phelps und Tim Suksdorf kommen für den heutigen Abend natürlich aus Lübeck. Oh, der tritt daneben. Marty Phelps. Oh, rennt in den Back Elbow. Da hätte er wechseln müssen. Da muss er die Chance zum Wechsel nutzen. Oh, jetzt. Nied. Das könnte sein. Swing. Hier hängt in den Seil. Marty Phelps in Anlauf. Schöner Double Nied. Und jetzt muss der Swinging Neckbreaker von Marty Phelps kommen. Den kennen wir schon. Sehr schön. Das, jetzt muss der Wechsel kommen. Das kann man. 1, 2. Oh, Marty Phelps hat so ein Kämpferherz. Das ist unglaublich. Da wollte er selber das Cover zeigen. Aber jetzt hat er auch die Chance zu wechseln. Warum wechselt er denn jetzt nicht? Er robbt sich rüber. Suksdorf wartet. Hält die Hand raus. Er kommt hoch. Ja. Ja, es hat noch nicht getroffen. Oh. Ivan Kiev hat schon wieder die Hand von, er hat schon wieder die Hand am Bein von Marty Phelps. Und zieht ihn wieder aus der Ecke heraus. Das war wirklich diesmal sehr knapp. Und er
kommt wieder in die Ecke, er will endlich wechseln. Jetzt in Chip Kavani, hier beide im Ring, Double Team Move, Rippen. Oh, schön. Phelps kontert mit Kicks, nimmt sich jetzt Chip Kavani in die DDT-Position. Ivar kommt an. Oh, oh, schöne Neckbreaker, DDT-Kombo von Marty Captain. Jetzt muss der Wechsel kommen. Dass Marty Caps in dieser Situation so fertig wie er ist, immer noch den Überblick behält und hier zwei separate Moves ansetzen kann. Er rutscht in die Ecke und der Wechsel. Und er kommt Tim Tuck auch in den Ring. Clothesline. Und Nummer 2. Tim Tuck ist aufgeputscht hier. Er zeigt Rain hier, wer der Herr am Hause ist. Krachender Body Slam gegen Ivan Kiev. Krachender Body Slam gegen Cem Kaplan. Beide gehen jetzt nach draußen. Tim Zuckser steht im Ring. Und ich sehe ich das richtig, dass Phelps da gerade fordert, dass er eingewechselt wird? Ja, das kann aber auch nur von... Ja, das kommt von Marty Phelps. Er will rein. Ivan Kiev und Champion Brown sind angeschlagen. Der Money Pitcher sieht nicht begeistert aus. Ja, Rain wird draußen angezählt. Ja, Marty Phelps will fliegen. Und Tim Zuckser nimmt jetzt Marty Phelps auf die Schultern. Was wird das denn jetzt hier? Oh, da schmeißt Zuckster Phelps aus dem Ring. Aber das Ganze als Double Team Move. Rain liegt am Boden. Die Rain of Terror scheint vorübergehend gebrochen. Zuckster schnappt sich jetzt schon Kaplan. Der ist ja offiziell im Ring. Hilft auch Phelps nach oben, damit er ihn schnell covern kann, offensichtlich. Ja, fertig. Phelps ist immer noch der legale Mann im Ring. Oh, jetzt wieder Money Pitcher der Ivan Kiev beschützen, aber weicht voll Zuckstoffs gut zurück und im Ring sehen wir. Steigt auf Seil, Money Phelps, da tritt daneben. Ah, Cem Kaplan weicht aus. Oh, Tim Zuckstoff hier außerhalb des Ringes bearbeitet Ivan Kiev. Im Ring hat Cem Kaplan Money Phelps zu fassen. Ah, T-Bone Suplex von Cem Kaplan. Und das Cover hinterher. Eins, zwei. Nur bis zwei. Ja, was Marty Phelps hier alles einstecken kann. Wie gesagt, ist der helle Wahnsinn. Cem Kaplan kann das auch gar nicht fassen. Tim Zuckstoff ist hier außerhalb immer noch mit Ivan Kiev zu Fall zu Gange. Sind schlicht, die prügelt ihn halbwegs hier durch die Halle. Ivan Kiev bettelt hier praktisch um Vergebung. Oh, Marty, das war doch gerade der Stomach-Crusher-Person von Cem Kaplan. Und Marty verfolgt auf Running Need. Und das Cover. Eins, zwei, drei. Drei, das war's. Der Sieg. Der Sieg für Marty Phelps und Tim Zuckstoff. Ivan Kiev ist noch außerhalb des Rings. Der kann es gar nicht fassen. Da steht er, Ivan Kiev, er kann es gar nicht fassen, was hier jetzt passiert ist. Tim Zuckstoff hat ihn draußen beschäftigt, während Marty Phelps im Ring Cem Kaplan besiegen konnte. Das ist unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Der Money Preacher hat sich seinen ersten Auftritt, die Krönung der Reign of Terror, sicherlich anders vorgestellt. Zuckstoff hat sich gegen sie gewandt, dann hat sie die Niederlage eingesteckt. Jetzt ist Zuckstoff dran, schmeißt Cem Kaplan aus dem Ring. Ivan Kiev will flüchten, Zuckstoff schnappt sich auf ihn und aus dem Ring mit Ivan Kiev. Ja, da werden hier die Rain-Mitglieder entsorgt. Tim Zuckstoff hilft Marty Phelps auf die Beine. Oh, das sind Szenen, mit denen hätte ich am Anfang des Abends nicht gerechnet. Zuckstoff hilft jetzt auch nochmal Phelps nach oben. Auf die geile Siegerspose, sehr, sehr überraschend. Dass sie hier auch noch Ivan Kiev, Cem Kaplan und die Reign of Terror besiegen konnten. Ja, und jetzt geht es nochmal aufs oberste Seil, dass Marty Phelps dafür überhaupt noch die Kraft hat. Lassen sich feiern hier vom Publikum die Gewinner dieses Kampfes, Marty Phelps und Tim Zuckstoff. Ja, suchen sich nochmal einen Hacker aus und lassen sich nochmal feiern hier. Ja, wie gesagt, dass Marty Phelps so lange durchhalten konnte,
da kann man wirklich nur sagen, Respekt, Hut ab. Das schafft wirklich nur ein Marty Fabs. Und am heutigen Abend nicht als Gegner, sondern als Partner von Tim Zumsdorf. Und das war die erste Hälfte der DVD. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken weit wieder auf der zweiten DVD. Bis gleich. I'm gonna make it. 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 I'm gonna